Servus beinand, mein Name ist Klaus Meldi. Ich bin Ranger im Nationalpark Berchtesgaden. Meine Aufgaben als Ranger hier im Nationalpark sind sehr vielfältig. Zum einen ist es natürlich die Gebietskontrolle, dass wir viel auf den Wegen und Steigen unterwegs sind. Zum anderen unterstützen wir die Forschung und wir machen natürlich sehr viel Bildungsarbeit. Hier im Nationalpark gibt es sehr viele Touristen, sehr viele Besucher und das ist eigentlich so mit der Hauptbestandteil meiner Arbeit in den letzten Jahren. Der Nationalpark Berchtesgaden befindet sich im südöstlichsten Teil der Bundesrepublik Deutschland und wir sind hier im Glausbachtal. Im Glausbachtal werden auch seit letztem Jahr Bartgeier ausgewildert. Der Nationalpark ist Teil dieses alpenweiten Projektes. Ich glaube, das ganz Besondere an unserem Nationalpark ist wirklich diese Abfolge der unterschiedlichen Lebensräume auf ganz, ganz engem Bereich. Wir haben also von Submontan bis Hochalpin alles mit dabei und somit hat eine Vielzahl Flora, Fauna, einen unwahrscheinlichen Artenreichtum in einem relativ kleinen Gebiet. Die Natur in den Bayerischen Alpen und speziell hier im Nationalpark Berchtesgaden ist wunderschön und schützenswert. Ich bin stolz darauf, ein Teil der Personen zu sein, die hier mitwirken können, das zu erhalten. Ich glaube, die größte Herausforderung für den Naturschutz ist der hohe Besucherdruck, das hohe Besucheraufkommen. Man muss ganz ehrlich sagen, die überwiegende Mehrheit der Besucher verhält sich so, wie man es in einem Schutzgebiet sich vorstellt und sich wünscht. Aber es gibt immer wieder Menschen, und es werden auch immer mehr, die wild campieren, Lagerfeuer machen, ihren Müll hinterlassen. Zum einen sind es natürlich ziemliche Schäden an der Vegetation, die wir vermeiden wollen. Zum anderen werden Wildtiere, die hier zu Hause sind, die vom Aussterben bedroht sind, massiv gestört. Und das wollen wir natürlich auch verhindern. Mein Naturtalent ist es, den Menschen die Belange der Natur näher zu bringen. Nicht nur den Erwachsenen, sondern auch den Kindern, was sehr, sehr wichtig ist, denn die sind die Zukunft. Aber auch in unangenehmen Situationen, wenn man Personen erwischt, die Dinge falsch machen, wild campieren, Lagerfeuer, Hunde frei laufen lassen, da den richtigen Ton zu finden, den Leuten das erklären und auch, dass sie die Fehler einsehen und dass sie es in Zukunft nicht mehr machen.